Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Dschungel-News. Es ist Tag 2, es ist vorbei und der dritte Tag fängt nun an. Aber Tag 2 hat uns mächtig Tränen beschert, wenn ich dann da an die Froschattacke an Layla denke oder aber auch an die Dschungelprüfung. Es ist eine Menge passiert und wir sprechen heute über einige kleine Highlights in der großen Zusammenfassung für all die, die gestern vielleicht das Dschungelcamp nicht gesehen haben, meine Lieben. Aber bevor wir das machen, erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben es gestern geschafft, 25.600 Abonnenten, eine mittelgroße Trash-Familie hier auf diesem kleinen YouTube-Kanal. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an alle Bestands-Trashies, die hier so fleißig die Videos teilen, zum Beispiel in Facebook-Gruppen. Es ist unglaublich, was ich für eine Resonanz habe. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber huch, der Katzenreporter will auch Dankeschön sagen. Aber auch vielen, vielen Dank an alle, die gestern, warte mal, alle Hallo sagen, die gestern beim Livestream mit dabei war. Wir hatten gestern bis zu 1.100 Zuschauer, dicke Katzenhaare am Bart, 1.100 Zuschauer, die zugeschaut haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. So macht das alles natürlich noch richtig, richtig Spaß. Und der Katzenreporter sagt auch Danke, denn so wird seine Arbeit richtig gewürdigt, meine Lieben. Gestern war es richtig wild. Wir erinnern uns an einen Heinz Hönig, wir erinnern uns an eine Cora Schumacher und ich war persönlich wirklich froh, dass das Oliver Pocher-Thema gestern nicht große Rollen mehr gespielt hat. Zwar in der etwas witzigen Moderation von Sonja und Jan, aber im Großen und Ganzen, so kann man das sagen, war das Affärenthema mit einem Schlag wieder vom Tisch. Und die anderen Kandidaten hatten ein bisschen Sendezeit bekommen, um ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Hier war ich aber Tatsache von Cora Schumacher ein bisschen, genervt ist vielleicht das falsche Wort, weil ich finde sie jetzt auch gar nicht so schlecht, aber ich fand, sie hatte sehr viel Sendezeit. Sie hat so ein bisschen erzählt von damals und dass sie Ralf nicht so vertraut hat. Also ich hatte schon den Eindruck gehabt, sie hat da Ralf schon ganz schön scharf beschossen. So war mein Eindruck, vielleicht seht ihr das anders, aber ich fand, das war schon relativ heftig, wie sie da am Lagerfeuer saß und losgelegt hat. Das gucken wir uns aber heute im Laufe des Tages nochmal genauer an. Womit ich gerne als erstes beginnen möchte, mit einer sehr sentimentalen Szene, als Fabio Knetz sich um den Silberrücken Heinz Hönig gekümmert hat, der Probleme mit seinen Schuhen hatte. Eine sehr, sehr schöne Szene, wie ich aktuell das Camp auch noch einschätze. Sehr mitfühlend, sehr kollegial, sehr freundschaftlich, all das, was man im Dschungel ja eigentlich nicht hat, ja, all das ist aber da und das hat mir wirklich gut gefallen und die Szene, die zeige ich euch mal, wenn ihr im Übrigen das Dschungelcamp verpasst habt oder auch die Stunde danach bei RTL Plus, könnt ihr das alles euch anschauen, so mal nebenbei und ich würde sagen, ich schalte jetzt mal direkt in den Dschungel und zeige euch mal die Szene, von Fabio Knees. Das also war wirklich eine schöne Sache. Es gibt natürlich alltägliche Probleme, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Bei Heinz weiß ich, es ist auf jeden Fall der Schuh. Jetzt? Okay. Hey, danke. Oh, ja, kein Problem. Der Schuh, der will da oft nicht dahin, wo der Fuß hin will. Also die haben andere Meinungen. Da haben wir ihm schon ein paar Mal geholfen, dem Heinz, auf jeden Fall. Heinz, wie schaut's aus mit den Stiefeln eigentlich? Hast du noch Probleme mit dem Reinschlupfen? Ich brauch so ein Ding hier. So einen Schuhlöffel, gell, wenn nicht schlecht. Ja, ich sag mal, ich persönlich liebe ja auch Schuhlöffel. Ich bin ja ein Schuhlöffel-Fanatiker. Den als Luxusartikel hier mitzunehmen, auf die Idee ist Heinz nicht gekommen und ich auch nicht. Also gestern im Livestream habt ihr mal recherchiert, Fabio Knetz ist 1,93 groß, also genauso groß wie ich. Das fand ich schon krass. Ich habe immer so überlegt, wie wirke ich denn im Dschungel? Viele Prominente sind ja klein, wobei das ist ja auch so pauschalisierter Quatsch, ja. Jeder hat halt die Größe, die er hat. Aber ich habe mir trotzdem vorgestellt, wie ich als großer Mann in so einem Camp aussehen würde. Körperlich vielleicht nicht so fit wie Fabio Knetz, aber die Höhe würde stimmen, ja. Denn im Dschungel zumindest die Höhe von Fabio Knetz, so müsst ihr euch das vorstellen. Geil. Für Heinz wird wirklich alles möglich gemacht. Super. Und so ist es dann auch gekommen. Fabio hat Heinz die Schuhlöffel gebracht und Heinz konnte in seine Schuhe damit schlüpfen und hat sich darüber auch sehr gefreut. Und man merkt schon, dass RTL ihn, sagen wir mal, das Dschungelcamp versucht, so schön wie möglich zu gestalten. Ich kann mich an, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass andere Teilnehmer, wenn sie danach gefragt hätten, Schuhlöffel bekommen hätten. Das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen.
Nee. Aber Garantie gibt's keine, gell? Nicht, dass du dir zurückgeben willst. Ja, ist gut, schau mal. Nee, super. Hat man gleich viel mehr Möglichkeiten, siehst du? Ja, natürlich. Man weiß, ich krieg die Schuhe außen an. Wir wachsen hier zusammen. Wir lernen uns kennen, mein Gott. Ich habe das Gefühl nach wie vor, dass hier keiner was Böses will, dem anderen gegenüber. Und das ja, da würde ich mal sagen, abwarten, mein lieber Heinz, denn das Dschungelcamp lebt ja eigentlich von dem einem oder anderen Drama, das muss man einfach so sagen. Und hier hatte ich den Eindruck, es ist eine schöne Geste gewesen von RTL, dass er den Schuhlöffel bekommen hat. Es ist natürlich schön, dass Fabio ihm den übergeben hat, aber ich glaube, hier ist noch lange nicht Sense. Ich kann mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass das noch eine große Rolle spielen wird, nämlich das Miteinander im Camp. Dann gab es eine nächtliche Froschattacke, die habe ich für euch mir auch aufgehoben. Die werden wir ausführlicher heute im Laufe des Tages sprechen für alle neuen Zuschauer. Ich lade für euch 3 Videos hoch, morgens um 8, mittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Das war auch alles sehr interessant. Was ich aber auch sehr interessant fand, war die Lester-Attacke. Kim Virginia über Mike Heiter. Wir haben ja schon mitbekommen, auch hier scheint es zwischen den beiden so ein bisschen zu funken. Schwubbelub hatten sie ja schon. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Kim Virginia es immer wieder versucht, immer wieder so ein bisschen Mike anzusticheln. Aber Mike ist auch selber schuld. Er lässt sich auch immer wieder drauf ein und sucht auch immer wieder den Kontakt zu ihr. Vielleicht ist er einfach nur ein bisschen horny, weil er einfach mal ein Nümmerchen schieben will im Dschungel. So hat er es ja selber angekündigt. Aber Kim ist da, wie ich finde, dann doch sehr gut unterwegs. Und im Übrigen, das ist mir auch so aufgefallen, in den Dschungelprüfungen hat sie auch eine sehr gute Figur gemacht. Das muss man auch so sagen. Also ich finde dafür, dass ich sie anders eingeschätzt hätte, fand ich das, wie sie sich in der Dschungelprüfung gezeigt hat, wirklich ziemlich, ziemlich gut. Jetzt zeige ich euch gleich mal einen Ausschnitt, wie Kim Virginia über Mike Heiter gesprochen hat und sich da doch schon äußerst negativ geäußert hat. Kommt mal mit. Ich kann mir diese ganze Schiene nicht geben. Wenn er wieder sein TV-Mic rausholt, ich krieg da immer das Kotzen bei jedem Satz, weil ich kenne den TV-Mic. Ich weiß jeden Satz so, was er damit meint. Weißt du, was ich meine? Ist er privat ganz anders, ja? Ja, komplett. Ach, krass. Completely. Der Mike, den ich im echten Leben kennengelernt habe, war definitiv der respektloseste Mann, den ich halt bisher kennengelernt habe. Wenn ich super viel Stress haben möchte, super eingeengt werden möchte, manipuliert werden möchte und angelogen werden möchte, dann würde ich den privaten Mike noch mal kennenlernen. Also muss man schon mal sich mal festhalten, wie heftig Kim Virginia über Mike hergezogen hat. Also das ist schon übel gewesen, ja. Aber ich glaube, das sah sich aus. Okay, ich kenne ihn halt gar nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich habe einen Eindruck von Mike, der positiv ist. Ich finde nicht, dass er eine Rolle spielt, sondern eher ein interessanter Charakter ist, weil ich würde gerne wissen, ob er in ein paar Tagen vielleicht weint er auch mal. Im TV kommt er immer, finde ich, super nett rüber. Zuvorkommt, entspannt. Aber es kitzel ich noch aus dem raus, den echten Mike. Echt? Ja, ja. Was erwartet uns denn dann? Ich spreche ihn einfach drauf an, was ich so erfahren habe mit ihm. Und dann gucke ich, ob er lügt oder ob er es zugibt. Und dann wird man ja sehen. Er hat eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als es zu verneinen. Sonst ist er am Arsch. Ja. Also man hat schon den Eindruck, dass hier wirklich Kim Virginia ordentlich Zoffstunk machen will. Jetzt habe ich da zwei Gefühle zu. Auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, dass sie da so ein bisschen anti ist. Das kann ich schon auf der einen Seite nachvollziehen. Auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, Mike hat sie bis jetzt ja komplett völlig in Ruhe gelassen im Camp. Hat nicht irgendwie böse Andeutungen gemacht, ihr nicht irgendwelche Shovi-Sprüche geklemmt. Eigentlich hat sich Mike relativ ruhig verhalten. Aber Kim will hier schon so ein bisschen ein Drama haben. Dann habe ich euch erzählt, es gab eine Nachtwache und eine Froschattacke. Die kennen wir schon. Das Problem war aber, dass diese Froschattacke auf Layla losging. Sie hat so rumgeschrien, hat alle anderen Campbewohner mitgeweckt. Das war echt übel. Wir haben eine emotionale Tränengeschichte von Tim über seinen damaligen Shitstorm zur Flutwasserkatastrophe, hat er sich darüber geäußert, hat das so ein bisschen wiedergegeben, dass er das ja nicht wusste, dass da so diese Flutkatastrophe war und als sein Keller vollgelaufen ist und er immer, oder der Keller seiner Eltern immer gesagt hat, ja, ihr müsst die Story gucken, hat er das ja alles nicht gewusst. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er in dem Moment gelogen oder nicht gelogen hat. Ich möchte einfach nur sagen, Mensch Junge, schlag mal eine Zeitung auf oder schalt mal die Nachrichten ein. Ja? Also das kann ich halt einfach nur dazu sagen, denn wer das nicht mitbekommen hat und in einer solchen Social-Media-Traumblase lebt, das ist auch nicht so gesund laut meiner
meiner Meinung. Dann gab es gestern noch eine Dschungelprüfung, die zugegeben ziemlich schwierig war. Es war so eine Art Footballspiel. Kim und Tim mussten antreten in zwei verschiedenen Runden. Zuerst hatte Tim so eine Hose an mit roten Ameisen, glaube ich, sind das. Die haben ihn gebissen. Das war ziemlich übel, während Kim in so einem Kakerlakenhelm war und so Footballer abdrehen musste. Diese Footballer musste sie werfen, Tim musste sie fangen. Dann hat er einen Stern bekommen. Dann mussten sie zwischendurch mal einen Kotzen Dog essen, ja, so kann man das sagen. Und dann ging es nochmal getauscht, dass dann Tim diesen Helm auf hatte, die Kakerlaken an ihm hochgekrochen sind, während er Bälle werfen musste. Und ich glaube, die haben nur, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube, sie haben, glaube ich, nur 5 Sterne geholt. Das war nicht besonders viel, aber beide haben es durchgezogen. Also ich finde es immer viel, viel schlimmer, das ist auch so meine persönliche Meinung, wenn ich zu einer Dschungelprüfung antrete und diese Dschungelprüfung ablehne, ohne sie gemacht zu haben und 0 Sterne. Das finde ich immer, wo ich sage, oh mein Gott, ja. Aber was ich gut finde, ist, wenn man es trotzdem macht und dann halt nicht viele Sterne findet, okay, ist halt wie es ist, aber das finde ich halt gut. Und deswegen kann ich hier gar nichts Schlechtes über Tim und Kim sagen, die dort angetreten sind. Ganz im Gegenteil, ich fand, die haben das gut gemacht. Jeder für sein Verhältnis mutig und so, wie er es konnte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wer mich gestern richtig genervt hat, Anja, mal wieder, direkt am Anfang, große Heulattacke, weil für sie nicht angerufen wurde, dass sie zur Prüfung geht. Am ersten Tag, ich saß da auf dem Sofa und habe nur zu meinem Verlobten auch gesagt, sag mal, es ist doch erst Tag 1. Warum ist sie denn schon so fertig, dass sie keine Anrufe für die Prüfung kriegt? Weil sie halt einfach nicht so ein interessanter Charakter ist. Das ist die Antwort. Das ist noch nichts entschieden, das ist noch nichts passiert, aber es ist einfach Fakt. Die meisten Anrufe bekommen aktuell Kim, Tim und jetzt Layla, und ich sage euch eins, nach dieser Dschungelprüfung heute wird Layla denn oft gewählt werden, weil sie ist, und das haben wir in der Froschattacke gesehen, sie ist sehr, sehr empfindlich bei Getier und sie wird richtig ausflippen, und dann ist es klar, was die Zuschauer wählen werden in den kommenden Tagen, meine Lieben. Wir werden uns heute aber nochmal um 11 und um 14 Uhr natürlich mit den Trash News beschäftigen, und dann solltet ihr heute Abend einschalten, heute Abend 19 Uhr live hier auf YouTube. Das wird richtig Spaß. Ich zeige euch nochmal wichtige Highlights, bespreche mit euch große Szenen und freue mich mit euch gemeinsam einfach in diese schöne Dschungelzeit reinzustarten, meine Lieben. Gestern waren schon 1100 Zuschauer mit dabei. Ich hatte großen Spaß gehabt und würde mich freuen, wenn ihr heute Abend alle wieder mit dabei seid und natürlich auch diesen mittelgroßen YouTube-Kanal abonniert, meine Lieben. Ich sage tschüss, das ist die Kurzzusammenfassung der Dschungel-News gewesen, habe hier natürlich von RTL zitiert und freue mich aber, wenn wir uns wiedersehen heute um 11 Uhr mit weiteren Themen, meine Lieben. Macht es gut, tschüss.